Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ich lasse das mit dem rübergehen, weil ich sehe gerade, da unten geht es definitiv irgendwie rein und es muss irgendwie möglich sein, da drüben das kappen zu können, ohne dass die depperten Wachen uns sehen. Also, ich hüpfe mal hier runter. Boah, alte Schwede. Versuche auf dem Balkon hier zu landen, wenn das klappt. Wow, vielleicht eher so. Wow. So vielleicht. Jawohl. Und dann schauen wir uns das mal da drüben an. Da geht zumindest einer mal hin und her. Aber da drüben müsste das sein, ne? Wir brauchen da sowieso die Informationen. Ich muss da sowieso rein. Ach, scheiße. Ja, das habe ich ordentlich verbockt. Das kann ich auch in keinster Weise schönreden. So. Hüpf. Das ist wieder großartig. Wir müssen dahin. Ja. Das hätte mir auch gleich bewusst sein können. Doch mein Bewusstsein ist wieder mal auf Urlaub. Prima. Kann man hier rauf? Und dann nochmal hier rauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach Gott. So klappt's noch eher. Ganze Familie totgestochen. Komplett entstellt. Da hat sich was bewegt. Was war es? Nichts. Was haben wir da? Wir haben eine Karte. Das ist schon mal gut. Haben wir hier noch was? Aha. Was? Ich sehe doch keine Gespenster. Da schläft einer. Mich trifft nochmal der Schlag. Ich sag's euch, mich trifft nochmal der Schlag. Das kann's hier echt nicht sein. Wieso ist hier ein Schraubstock? Ich frag mich, wer das war. Was? Rihanna Ashwell, Verwalterin des Kaiserlichen Konservatoriums. Eine Weile dachte ich, Ashworth hat eine Verbindung zu den Okkulten in Kanaka. Hier geschieht etwas, das ich nicht verstehe. Wohl doch nichts. Die Aufseher repräsentieren den Orden. Aber genauso wichtig sind unsere Schwestern des Ordens. Ja, doch nichts. Ich glaube, an ihrem Orden ist was faul. Subtile Änderungen der Arten ihrer öffentlichen Kundgaben. Beunruhigende Abweichungen von der Tradition. Ich frage Sie heute noch einmal. Aber das öffentlich auszusprechen. Bringt mir eine Anklage als Ketzer durch meine Rivalen im Orden ein. Hat Ashworth vielleicht den Orden des Orakels infiltriert? Vizeaufseher Byrne denkt also, dass Ashworth den Orden des Orakels beeinflusst. Wenn das stimmt, ist das ein Grund mehr, sie auszuschalten. Jo. Historiker Douglas Horkless. Vom Orden des Orakels. Es gibt viele Geschichten über die blinden Schwestern des Ordens. Des Orakels. In Wahrheit sind ihre Augen so gesund wie deine und meine. Und weiter lesen wir nicht, weil wir das schon mal gelesen haben. So. Ich will gerne den Strom ausschalten. Nachricht an den Aufseher. Aufseher Ogburn. Ich dürfte in ein paar Tagen wieder da sein. Sammle weiterhin Informationen über Brianna Ashworths Aktivitäten, trotz des seltsamen Briefes der Ordensschwestern in Culero. Normalerweise veröffentlichen sie keine Kundgaben ohne absolute Gewissheit, aber ich weiß, dass ich wegen Ashworths Recht habe. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie eine Bedrohung darstellt. Trotzdem haben die Heuler oberste Priorität. Dieser Konflikt mit Paolo könnte unseren Einfluss in Kanaka auf Jahre hinaus verringern.
dein Bruder in den Geboten. Vizeaufseher Liam Byrne. Das war, glaube ich, eh schon, dass wir es noch brauchen, oder? Ich glaube ja. Der Orden des Orakels gespalten. Eine Repräsentantin der Schwestern des Ordens des Orakels in Serkonos startete dem Großpalast in dieser Woche einen Überraschungsbesuch ab. Das lesen wir auch nicht weiter, das hatten wir auch schon. Alarm. Da ist auch nichts Schlimmes, da bin nur ich. Ich bin nicht schlimm. Ich bin immer wachsam. Müssen wir das nicht zweimal sagen? Oh, den nehmen wir mit. Oh, die ist was wert. Die ist doch glatt was wert. Die ist doch glatt was wert. Das nehmen wir mit, die ist was wert. Oh la 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 la. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Bild vielleicht? Oder hier irgendwas Besonderes? Nö. Hier vielleicht ein dunkles Brot. Ah, köstlich. So, haben wir da noch was Tolles? Ja, was zum Essen. Das sollte ich vielleicht nicht alles verjausnen. Für den Fall der Fälle, dass ich hier nochmal schwer verletzt vorbeikomme. So. Da wäre auch nicht schlecht. Da ist doch was faul. Danach werde ich mich so betrinken, aber ach, hallo. Irgendwann kracht es. Was? Warum? Aha, die Tür ist es. Aha. Okay. Warum ist die jetzt gerade explodiert, alter Schwede? Das hier bringt sich, glaube ich, auch nichts. Badesalz nehmen wir gerne mit. Da haben wir sonst auch nichts. Auch nichts. Ich frage mich nach wie vor. Oh, da ist einiges an Zeugs. Ich frage mich wirklich und in der Tat. Brauchen wir echt nichts? No. Ich habe vergessen, was ich mich frage. Weil ich gerade gedanklich wieder woanders war. Vielleicht fällt es mir da ein. Ah doch, jetzt ist mir da eingefallen. Die Kurbel, ne? Wofür brauchen wir die? Ich habe keinen Plan. Ja, der typische Ami. Unterm Kopfkissen hat man immer eine Pistole. Ja, das weiß jeder. Das gehört sich auch so. Ja, so, was mache ich jetzt? Ich müsste da oben wieder raus. Ich treffe gleich der Schlag. Und deshalb speichere ich mal. Flatter Aufregung trifft mir gleich der Schlag. Ja. Ich wäre so gerne ein Schatten. Beziehungsweise hätte ich gern irgendwas Chlorophyll-mäßiges. Was? Bierensaft? Aha. Leere Flasche. Ich hätte gern irgendwas. Kupferdraht, dann hätte ich fast übersehen. Eine Werkstatt ist hier eine kleine, deshalb ist hier ein Schraubstock. Und ich dachte schon, das ist so ein Psychotyp, der gern seine Finger darin. Ja, egal. Ja. Egal. Da stimmt was nicht. So, die sind jetzt leider natürlich in Alarmbereitschaft. Das ist auch nicht schön. Ich speichere noch einmal, bevor ich darauf hüpfe. Ich will unbedingt den Strom ausschalten. Verdammt, ich muss pinkeln. Glaube, ich habe was gesehen. Okay, so wird das definitiv nichts. Von oben nochmal probieren? Naja. Einen Moment bitte. Entschuldigung, ich musste kurz mal niesen. Ah ja. Seit wann hängt der Einser schief? Naja. Ich weiß nicht.
da fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich hätte es schlauer machen können, oder? Steckt da draußen? Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind. Warte mal. Wann? Warte mal. Vielleicht kann ich da mit Domino was machen. Wohl doch nicht. So, jetzt bin ich gespannt, ob die Fähigkeit hält, wenn wir jetzt den Raum wechseln, oder ob die verschwindet. Na, die hält noch. Ich will was probieren. Aus. Hallo, nehmt euch doch ein Zimmer, bitte. Die kann gut schlafen, glaube ich. Ach, du liebe Zeit. Na gut, wir können den Strom vielleicht ausmachen. Wenn ich erstmal weiß, wo der hinfließt. Auf jeden Fall nehmen wir mal das mit. Achso, geht nicht. Okay, das hier auch nicht, aber das und das nehmen wir mal ham ham. So. Der Strom ist hier. Lol? Da oben? Echt? Ich hüpfe mal rauf. Ja. Ach, die schnarchen mal fröhlich vor sich hin. Da mein Buch. Betrieb einer Windmühle. Abschnitt 21. Reguläre Wartung. Erstens, Windgeschwindigkeit überprüfen. Die Windmühle dreht sich nur bei ausreichend Wind. Ach, ne, was du nicht sagst. Zweitens, Achtung. Starker Wind kann Sicherheitssysteme überlasten. Siehe Anhang zur Lichtwand. Drittens, die Zahnräder müssen frei vom Schmutz und Bakterien sein. Viertens, der Mechanismus muss in vorgeschriebenen Abständen geölt werden. Siehe Abschnitt 30. Es geht hoffentlich nicht so weit, oder? 30? Echt? Na. Fünftens. Nistende Tiere wie Vögel, Ratten oder Brutfliegen müssen entfernt werden. Sechstens. Windmühle im Notfall mit Hilfe des Hebels abkoppeln, der sich auf der Wartungsplattform befindet. Siebtens. Bei abgekoppelter Windmühle die Holzflügel auf Risse und lose Stützen untersuchen. Achtens. Holzflügel nach Plan wachsen. Wachsen. Nicht wachsen, sondern wachsen. Mit Wachs. Ne? Ja. Siehe Abschnitt 30. Neuntens, Zahnräder, Flügel und andere Teile müssen regelmäßig repariert oder ersetzt werden, wie in Abschnitt 10 vorgegeben. Super. Sehr gut. Der Schleifstein. Ja, den braucht man nicht. Was haben wir denn da noch? Schönes? Ist hier noch was Tolles? Ne. Ein Besen. Was? Zum Kaiserlichen Konservatorium. Da müssen wir, glaube ich, müssen wir da echt schon rein? Es könnte echt sein, dass wir ins Konservatorium rein müssen. Dass dort wirklich alle Artefaktgeschichten sind, die wir brauchen. Schleich, schleich, schleich. Die schnarchen da alle fein. Sehr gut. So, oh, wir haben kein Mana. Ich muss ein bisschen... Er regt sich von selber, ja.
Genau. Aha, okay, nur das kleine Eck. Hui! Ist da jemand? Da unten ist jemand. Warte. Ich speichere mal kurz. Wieder mal. So, lief doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch keinen umgebracht, glaube ich. So, hoffe ich. Wenn die eine erstickt, das kann nicht als Mord zählen. Da können wir nichts dafür. Das, wenn wir da rein wollen. Okay. Aha, das hätte hier auch gepasst. Da ist noch mehr Strom. Na toll. So, können wir hier rauf? Na, hier rauf? Vielleicht? Was krieg ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Vielleicht noch hier zuerst? Vielleicht kommen wir jetzt drüber. Oder zumindest darauf. Das schaut nicht so schlecht aus. Geht's hier rein? Von innen verschlossen. Es wird ja auch gleich ein Innen geben. So, dann hier hin. Okay. Dann, Mamilein. Da drüben. Lol. Echt jetzt? Selber gefunden? Ja. Dann halt so. Dürfen wir jetzt nehmen? Yeah! Ui, was zum Heilen? Und ein paar Münzen gibt's auch. Wir sind aber gesund. Ich brauche dabei nichts zum Heilen. Ich hätte vielleicht nicht so viel Geld ausgeben sollen. Ich gescheite Frauen. Naja, was soll's. So. Das nächste wäre da oben. Vielleicht sogar in dem Raum hier. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Ja, Mami. Ist schon gut. So, nicht weinen. Alles gut. So, was haben wir da? Weiterer Kummer für Bewohner aus des Staubbezirks. Die Situation im Batista-Bezirk verschlimmert sich weiterhin dramatisch. Vor gar nicht allzu langer Zeit blühte das Viertel unter den wachsamen Augen des Bergwerksbesitzers Aramis Stilden auf. Doch der beliebte Anwalt der Arbeiter verschwand vor 3 Jahren, Peter Zwegert. Nein, Entschuldigung. Unter dubiosen Umständen. Und seitdem wird Batista von immer schlechterer Luft und zunehmender Bandenkriminalität geplagt. Ein Beamter der Serkonischen Garde hat zugegeben, dass die Ordnungshüter das Gebiet im Grunde genommen verlassen haben. Es ist einfach zu gefährlich, äußerte er sich zur Kriminalität im sogenannten Staubbezirk. Die Aufseher und diese verdammten Heuler kämpfen um die Kontrolle auf den Straßen. Jeden Tag gibt es Gefechte, Morde, Folter und dergleichen. Nach einer Weile beschlossen wir, uns zurückzuziehen und es den beiden Parteien untereinander austragen zu lassen, sagte er. Das findet jetzt alles hinter ein paar gut platzierten Lichtwänden statt, die ich aufmachen werde. So. Wenn es möglich ist. Heuler meinen es ernst. Winwo. Willst du wissen, was mit dem Besitzer vor dir passiert ist? Als er meinte, keine Bezahlung mehr, haben wir gesagt, in Ordnung, alles klar, und gingen. Dann haben wir einem seiner Freunde Geld gegeben, damit er eine Woche später mit ihm zum Angeln geht. Sie waren den ganzen Tag auf dem Wasser, haben wirklich viel gefangen. Als sie zurückkamen, gab ihm sein Freund einen Brief von uns und lief dann weg. Darin stand, dass die Köder, die sie benutzt hatten, Teile von seiner Mutter waren.
Die Heuler meinten es ernst. Du kleines Stück Scheiße, du hast 3 Tage. Der blaue Check. Ach du Heilige. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Badesalz. Mitgenommen. Das ist ja ekelhaft. Habe ich schon mal gesagt, dass das ekelhaft ist? Ich schwör's euch, das ist ekelhaft. Puh. Was blubbelt denn da so gut? Der hat was auf dem Herd stehen. Mei, da kriegst du ja voll Hunger. Ich tu dir nichts. Wer sein Gesicht versteckt, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Doch, ich habe Schnupfen, weißt du? Ich bin total erkältet und ich will niemanden anstecken, weißt du? Warum ich hier so rumschleiche, ist deshalb, weil ich unglaubliches Bauchweh habe. Ich schwöre dir, ich hatte heute Morgen so Durchfall. Bist du gescheit? Na, es ist heute echt nicht mein Tag. Nicht in echt jetzt. Also nicht wirklich. Ich bin gesund, alles gut. Ich meinte nur, weil er so blöd fragt, ne? Oder das behauptet. So, wo gehen wir hin? Ich bin eh schon weg. Reg dich ab, Alter. Da oben haben wir vielleicht was. Eine Rüne. Eine Rune, Rune, Rune. Ist hier noch was Gescheites, außer Pflanzen? Da drinnen. Komme ich da rüber? Irgendwie? Vielleicht von unten. Herausgefunden, was da geschehen ist. Na. Stimmt was miteinander? Nein, sie verschwand einen Tag vor ihm. Und man hat eine Offizierspistole in der Gosse gefunden. Ich glaube, das war was anderes. Vielleicht sind sie ins Konservatorium gegangen. Also, Kanaka verliert Leute. Wir glauben, wir halten alles zusammen. Aber jeder hat Angst vor dem Moment, wenn alles auseinanderfällt. Aha. Okay. Da fällt schon nichts auseinander. Wir haben haufenweise Superkleber im Palast. Ja, da bin ich mir sicher. Und dann kleben wir alles zusammen. So. Mhm. Flüstern aus dem Nichts von Barnoli Mulani, Teil 2. Das hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Aha. Eine Falle. Boah. Sind da noch viele Fallen? Ich glaube ja. Meine Nerven, Alter. Alter. Was war das gerade? Was haben wir denn hier? Flasche. Alter. Weg damit. Alter Schwede. Da ist auch noch was. Ich darf nichts plündern. Du trägst zu viel mit dir rum. Keine weitere Munition tragen, wie gemeint. Alter. Die sind hier bewacht, oder? Ich sehe kein gespanntes Seil. Dann müsste das hier richtig sein, oder? Also schon passen. Da können wir nicht raus. Normalerweise hier hoch, ne? Hier hoch. Langsam. Boah, ey. Boah, ey, was? Kann man hier auch? Bringt sie nichts, ne? Na. Yeah.
Langsam. Alter. Ich hab grad voll Bammel. Ich arme kleine Zocki-Braut. Aber ich glaub, wir hatten's. Boah, sehr gut. Hui. Schau dich an. Servus. Du gehst in dieser erzitternden Stadt deinen Weg. Brianna Ashworth wäre als Mitglied der High Society unglücklich gewesen. Gezwungen, einen Banker zu heiraten. Nur dann wirklich frei, wenn sie sich auf Bällen betrank und heimlich mit Fremden traf. Geendet hätte es mit einer Scheinehe und einem Sprung ins eiskalte Wasser. Doch kurz bevor ihre Eltern sie verheiraten konnten, vor all den Jahren, fand sie stattdessen Delilah. Danach wurde es ziemlich turbulent und sie schaute nie zurück. Vizeaufseher Byrne ist ein ehrgeiziger Mann, aber glaubt an die Mission des Ordens. Gute Bürger des Reichs vor Leuten wie uns zu beschützen. Tief im Innern wäre er froh, wenn Brianna Ashworths Kopf am Ende auf einem Speer stecken würde. Vielleicht auch deiner. Nein, mein Kopf steckt nirgendwo, außer auf meinen Schultern. So, ja. Das ist schon eine alte, das ist schon eine alte Nachricht. Der ist schon weg, der Kronmeuchler. Den gibt's nicht mehr. Das kannst du schon runterlöschen, also runtermachen von der Wand. So, ich glaube, das ist speicherungswürdig. Du liebes bisschen. So, also speichern. Jo. Perfekto. So. Da drüben haben wir ein Büchlein. Traditionell sekonische Lieder. Teil 3. La 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 la. Fertig. Die Liedertexte, soll ich die auch vorlesen? Na, oder? Ist ja nur ein Liedelein. Wie kannst du nur? Ja. Ist doch nur ein Lied. So. Habe ich gesagt, dass wir alles lesen? Dann muss ich es lesen. Lesen? Ach, scheiß da drauf. So. Wir sind hier fertig. Wir können hier runtergehen. Aber so beschützt, ey. Unglaublich. 20.000 Fallen, das war sicher er. Der hat sich ja eher aufgestellt, um uns zu ärgern. Mhm. So. Mamilein. Next one, please. 45, so und so viel. Da drüben wäre eins. Ein verderbtes. Gut. Dann versuchen wir es uns zu holen und zu schnappen. Die Wachen, ne? Das sind halt so viele. Ich sollte vielleicht... Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, aber oben. Ich weiß, ich bin speicherungswütig. Wütend. Was soll ich machen? Kann ich oben drüber? Ich glaube ja. Das ist aber cool. Oh, Entschuldigung, ich musste wieder. Oi. So. Fliegenblut. Viele Fliegenblut. Ich habe einen Blutstein gesehen. Da ist er. Was? Wüsste da gerade jemand? Ist eine böse Frau? Blutstein! Na du Viech! Noch ein Blutstein. Was? Wer hat mich jetzt entdeckt? Sie brauchen dein Blut. Also holt seht meine Süßen. Wirklich. Ach so, der hat geredet.
So, wie mache ich denn jetzt platt? Au! Ich wollte ihn eigentlich erwürgen. Mach! Falsche Taste! Falsche Taste! Falsche Taste! Falsche Taste! Ich hatte wieder mal die falsche Taste. Das ist scheiße. Die falsche Taste. Mein blöder Finger. Hey, hallo? Ach, die Blutfliegen, ne? Die verfluchten Viecher. Alter, lauf. Ich hasse Viecher. Upp, weg! Was hast denn die Fähigkeit, Schopperl? Seid ihr blöden Viecher jetzt endlich mal tot. Ist der jetzt auch hin? Ich kann auch nichts dafür. Na, du kannst nichts dafür, das weiß ich. Jetzt haben wir. So. Der schnarcht auch vor sich hin. Sehr gut. Da ist eine kaputte. Da haben wir. Ah, die ist unter uns. Oh, da haben wir ein Bild. Ein paar Münzen. Was haben wir denn da Schönes? Einen Beutel, Münzi, Münzi, Münzi. Dann ein Bildelein. Na komm, du bist sicher so ein Gemälde. Ashworth in Existenz. Was? Was? Existenzial Graf. Okay. Okay. Dann hier mein Briefelein. Geklaute Tresorkombination. Ich bin sicher, dass ein Student in meiner Vorlesung die Kombination für mein Tresor aufgeschrieben hat. Dieser reiche Dilettant war es, der als Zeitungsreporter groß herausgekommen. Dieser reiche Dilettant war es, der als Zeitungsreporter groß herauskommen möchte. Hinterlistiger, scheißer, elendiger, dreckiger. Hat sich eine passende Karriere ausgesucht. Und sein versnobter Cousin führt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Wird also in einer gut betuchten Familie liegen. Jetzt muss ich Margaret bitten, die Kombination meines Tresors zu ändern. Na super, jetzt wird er noch geändert. Das ist aber nicht schön. Heißt das, wir haben das umsonst bezahlt? Beim Schwarzmarkthändler? Dieser Bastard. Hab's gut gemacht. So. Gibt es denn hier noch was für uns? Look, 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 look. Look, 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 look. Wo ist die mal eigentlich rein? Da drüben ist auch noch was. Partner des Ladensbesitzers. Oh. Da müssen wir hin. Sind wir eigentlich nicht von da? Von daher kommen? Bitte lass mir das Fenster... Na, man kann es nicht aufmachen. Ach, das ist kacke. Warte noch kurz. Elf Meter. Das müsste hier ums Eck sein.
warte mal. Was haben wir denn hier? Ist das ein Zivilist? Wie schaut's aus? Komisch, zeigt an, als wenn es da drüben wäre. Und dann zeigt mir an, es ist 6 Meter unterhalb irgendwie. Der Schnee, der schläft immer noch. Da unter uns. Nein, nichts unter uns. Da liegt es ja, ich bin so doof. Entschuldigung. So. Neues Knochenfragment. Was kann es denn? Was haben wir denn? Ich hätte gerne noch mehr Platz, aber irgendwie kann man das... Ich konnte das nicht kaufen, oder? Mehr Platz. Das hatten wir auch schon. Zittrig, Wirbelwind, das war noch nicht, oder? Schwertangriffe erfolgen etwas schneller. Boah, das nehmen wir. Das nehmen wir für den Fall, dass ich es machen muss. Ich hoffe nicht. Der Globus. Kutsch, kutsch, kutsch. So. Gut, nächstes, liebe Frau Mami. Wo ist das nächste? 52 Meter, da drüben. Dann werden wir das mal suchen gehen. Oh mein Gott, der Part ist zu Ende. Mit haufenweise Überlänge. Es tut mir sehr, sehr leid. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!